Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde und an alle diejenigen herzliches Willkommen, die vielleicht keine Aktien haben, aber wie Vanessa Arschan, unser Gast, ja mitten im Leben stehen. Ich freue mich, dass Vanessa gekommen ist. Einmal hallo. Hallo, hallo und dann Community. Stelle ich dich ganz kurz vor, bevor du dann übernimmst. Und zwar, die Vanessa ist alleinerziehende Mama, sie hat also einen der schwersten und ich würde auch sagen, am schlechtesten bezahlten Jobs in Deutschland. Und ich habe auch gelesen hier kurz in Vorbereitung auf das Interview, also alleinerziehende Mutter ist eines der Armutsrisiken schlechthin. Ich habe auch gelesen, dass ungefähr ein Drittel der alleinerziehenden Mütter, es gibt auch Väter, einer von 10 ist übrigens alleinerziehender Vater, habe mich wie gesagt schlau gemacht, tatsächlich unter der Armutsgrenze lebt. Und ich finde deshalb ganz interessant, dass Vanessa sich gemeldet hat, weil Vanessa ist nicht nur alleinerziehende Heldin sozusagen, sondern sie investiert auch in Aktien. Und ich möchte Vanessa zu Wort kommen lassen, das heißt, sie schildern lassen, wie es Leben als alleinerziehende Mutter so ist und dann natürlich auch als alleinerziehende Aktionärin. So, Vanessa, dann kannst du vielleicht ein bisschen was zu deiner Person sagen? Ja, also ich bin 35 Jahre alt. Ich habe vor 10 Jahren meinen Abschluss gemacht, einen Bachelor of Science Ökotrophologie, das ist Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ich hatte Glück, dass ich zu der Zeit direkt einen Job bekommen habe im Bereich der Trinkwasserberichterstattung im öffentlichen Dienst. Da arbeite ich heute auch immer noch, was auch gerade in der Corona-Pandemie momentan natürlich ein Vorteil nochmal ist, wenn man einen sicheren Job hat und sich keine Gedanken machen muss, wie man beispielsweise in der Gastronomie arbeitet. Das ist natürlich jetzt doch mal schwieriger. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich alleinerziehend bin mit meinen 2 Mädels seit jetzt fast 3 Jahren, genau, ist es natürlich schwieriger. Also man muss hatte ich in Teilzeit gearbeitet eine ganze Weile und das muss ich dann aufstocken. Ich habe jetzt 36 Stunden, das ist fast eine Vollzeitstelle. Dazwischen muss ich noch gucken, wie ich alles organisiert bekomme und natürlich die finanziellen Dinge auch geregelt bekomme. Aber ich komme das ganz gut hin, schaffe es auch monatlich was zu sparen. Ja, das heißt, so wie sich das anhört, kommt ganz gut hin. Und du bist also ein Organisationstalent mit anderen Worten. Das heißt, ja, würde ich schon sagen. du managst das Ganze ganz eindrucksvoll, weil du musst ja im Prinzip das machen, was normalerweise 2 Leute machen, wenn die Familie noch komplett ist. Mit 2 Leute meine ich 2 Erwachsene. Okay, dann kriegen wir noch Besuch von deinen beiden Töchtern oder die sind jetzt gerade nicht zu Hause? Die sind nicht zu Hause. Die Große ist noch in der Schule und die Kleine noch im Kindergarten. Okay. Und jetzt deinen Job, den hast du jetzt aus dem Homeoffice gemacht oder fährst du ins Büro? Genau, bin ich im Homeoffice jetzt seit November durchgehend, was auch nicht so einfach ist, gerade jetzt, wo der Kindergarten zu war und die Schule, Homeschooling, dann sitzt man da jetzt am Arbeiten, dann kommt das eine Kind rein, hat irgendeine Frage, dann kommt das andere Kind rein, hat irgendeine Frage, dann wird man wieder unterbrochen in seiner Arbeit, muss sich erstmal wieder reinfinden. Aber du kriegst das alles hin. Ja. Okay, prima. Und hoffentlich ist es ja jetzt auch bald mal vorbei, dass dann mal ein Ende in Sicht ist. Ja, das hoffen wir alle. Wir wollen auch mal einen Stammtisch machen, wenn man sich wieder treffen kann, genau. Möglichst ohne Maske wenigstens draußen. Naja, gut. Also du hast schon gesagt, du hast dann aufstocken müssen. Du arbeitest jetzt 36 Stunden in der Woche. Also ist ja faktisch ein Vollzeitjob. Ja? Also du machst, das ist jetzt ungefähr das, was so ein Beamter absitzt. Nur ich glaube, du arbeitest tatsächlich. Ja. Und sitzt nicht nur die Zeit ab. Ja, da kommen wieder meine Vorurteile raus. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn du jetzt sagst auf der einen Seite, okay, alleinerziehend, Armutsrisiko, du musst jetzt schon mehr arbeiten. Das ist eine große Belastung. Also 36 Stunden am Tag. Und jetzt auch noch in der Woche, richtig. Gut aufgepasst, das war der Test. Und jetzt auch noch in Aktien investieren? Also, dass da überhaupt irgendwas überbleibt, erstens, ist das schon mal eine Leistung. Und zweitens, dann sparst du noch und dann investierst du auch in Aktien. Also du machst es nicht so wie unser Finanzminister, sondern investierst noch in Aktien. Das heißt, dann ist ja vielleicht dein ganzes Geld morgen wieder weg. Das könnte ja jetzt so der eine oder andere, also wenn du da im Kindergarten oder in der Schule mit anderen Mamas sprichst oder so, da bist du ja wahrscheinlich nicht zur Aktie gekommen. Das heißt, genau das wäre jetzt die erste Frage. Wie hast du denn zur Aktie überhaupt gefunden? Das war noch 2018. Da war ich damals noch mit meinem jetzt Ex-Mann zusammen. Mhm. Und wir hatten das Haus, wir hatten ein Haus gekauft, hatten angebaut, hatten umgebaut. Und es ist alles schön gemacht. Monatlich unsere Kreditrate getilgt. Und
Hatten dann auch ein bisschen was, wir hatten ja beide gearbeitet und hatten noch ein bisschen was gespart dann wieder. Und ja, und dann war so die Überlegung auf dem Sparbuch oder auf dem Extrakonto, da gibt es ja momentan gar keine großen Zinsen. Ich weiß noch, zu Zeiten, wo ich mein Geld mal angelegt hatte, das war zu Studienzeiten, glaube ich, da gab es 3,5% Zinsen aufs Ersparte. Das war schon toll. Und Wahnsinn, ja. es waren Zeiten, wenn man sich zurückerinnert, das haben wir jetzt nicht mehr. Und da war jetzt über die Überlegung, was machen wir mit dem Geld? Das war jetzt auch nicht viel, was wir da gespart hatten. Und dann, ja, hatte ich gesagt, komm, wir probieren es mal mit den Aktien. Und da habe ich auch direkt schon den ersten Fehler gemacht. Das war damals, ja, man weiß ja nicht, wie man anfangen soll. Und ich habe mich so ein bisschen auf verschiedenen Seiten reingelesen. Und dann hieß, man soll sich für eine Strategie entscheiden und die dann auch durchziehen. Und dann hatte ich überlegt, okay, ich nehme die Dividendenstrategie und zwar die 5 Aktien aus dem DAX, die die höchste Dividende in dem Jahr zahlen. Und die hatte ich dann alle gekauft. Also da kommen wir auch gleich noch zu meinem zweiten Fehler. Also es waren 5 Stück, die hatte ich gekauft und hat mir auch so Stop-Limits gesetzt, dass die Aktie dann verkauft wird. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Aktie es war. Die hatte ich nur kurz im Depot, weil dann wurde ich schon direkt wieder ausgestoppt. Dann war ich schon wieder draußen. Und die anderen 4, ja, die liefen so mäßig. Also die einzige, die ja eine positive Rendite auf die letzten Jahre ja, hervorgebracht hat, das war die RWE. Und alle anderen, das war dann Daimler, BMW und ProSieben Sat.1, die gingen dann anschließend nur runter. Und ich habe auch also gerade Daimler BMW habe ich letztes Jahr verkauft. Gut, hätte ich sie jetzt behalten, dann wären sie wieder oben, aber ich wollte sie nicht mehr. Also ich habe damit keine guten Erfahrungen mit den Aktien gemacht und ProSieben habe ich dieses Jahr mit Verlust verkauft. Ja. Ja, du bist im Prinzip mit Zyklikern eingestiegen, sozusagen, ne? Und Ja. wenn ein Anfänger mit Zyklikern gleich anfängt, Zykliker haben es halt an sich, dass die dann volatile Kursentwicklung haben. Und das ist dann eher schwer. Also es ist besser, wenn man mit relativ langweiligen Aktien anfängt, in Konsumgüterindustrie oder sonst irgendwas. Aber gut, trotzdem, also das Erste, was ich mitgenommen habe, ist, egal, was man im Leben gemacht hat, man kann immer irgendwas draus mitnehmen, ja. Also die Beziehung gibt es nicht mehr, aber Aktien, beziehungsweise das ist quasi geblieben. Und kleines Preview, ich habe die Depots, die gucken wir uns dann auch noch an, von der Vanessa nachher kurz, die sind dann später auch deutlich besser gelaufen. Also ich glaube, du hast es nicht bereut, wenn ich das schon mal sagen darf. Und übrigens gab es 2018 auch schon den Aktienfinder, aber war vielleicht noch nicht so bekannt, deshalb bist du nicht drauf gestoßen. Aber Habe ich mittlerweile. erst letztes Jahr kennengelernt. Genau. Besser spät als nie. Ja. Dann hast du also mit der Beziehung angefangen. Die Beziehung ging dann leider in die Brüche, aber die Liebe zur Aktie quasi, die ist weiterhin intakt. Und ja, wie ging es dann weiter? Beziehungsweise, wenn du möchtest, können wir uns jetzt auch schon mal, weil du schon angesprochen hast, was von deinen Aktien zeigen. Das kann ich hier mal einblenden, das nicht. Das ist der Aktienfinder. Und zwar, als du mir das geschickt hast, Vanessa, per Mail, da war ich gleich mal hoch beeindruckt. Und zwar, weil du mehrere Depots hast. Ich versuche jetzt erstmal zu den Überresten wahrscheinlich von deinem ersten Depot zu kommen. Man Nee. sieht es nicht mehr, ne? Nee. Deine Fünfter. Das ist mein Standarddepot. Das ist Da dein sind jetzt, Standarddepot, ja. ja, wobei ich da sagen muss, also die Aktien, die möchte ich gerne möglichst lange halten, bis auf Lufthansa. Also die Lufthansa, die habe ich dieses Jahr nur gekauft, weil die hatten vor der Krise, hatten die echt eine gute Bilanz gehabt und die werden, also meiner Meinung nach, ja, die werden nicht untergehen. Also der Staat, der hat ihnen letztes Jahr ja schon geholfen und ich glaube, dass die wieder ein bisschen steigen werden. Dann möchte ich die Aktie gerne verkaufen mit ein bisschen Gewinn. Ich hoffe mal, dass da geht mein, ja, kann ich mein Zockwissen auf. Und, aber ich würde es nicht als so großen Zock bezeichnen wie jetzt mal. Ich habe ja noch ein Zockerdepot, das können wir gleich ja auch nochmal Ja, anschauen. natürlich, natürlich. Und deswegen ist die Lufthansa in einem Standarddepot gelandet, weil die für mich eigentlich kein Zock ist. Also ich glaube nicht, dass ja, dass die in die Insolvenz gehen. Das glaube ich jetzt Wenn nicht. du, also jetzt, ich will ja jetzt keinen hier fundamental Deep Dive oder irgend sowas machen. Mich interessiert es jetzt nur, wenn du das so sagst und zum Beispiel, ja, die Lufthansa, gute Bilanz und so. Wie kommst du da drauf? Wie gehst du in den Geschäftsbericht rein oder ist das eher so irgendwo eine Meldung, die du aufgeschnappt hast?
Ja, ich gucke mir verschiedene Analysen an, auch im Aktienfinder. Ihr habt ja auch teilweise von der Community, teilweise ja auch selbst stellt ihr da ja Analysen ein. Und da gucke Genau, ich auf verschiedenen Seiten. Also ich gucke mir die Bilanzen, muss ich ganz ehrlich sagen, die gucke ich mir gar nicht so an. Ich gucke mir eher irgendwelche Auswertungen an und ja. Ich habe mir mal erlaubt, kurz das einzublenden, das Verzeichnis kostenlose Aktienanalysen. Wenn du so schon so nette Hinweise gibst, dann mache ich das gerade. Okay, also du liest ja die Aktienanalysen durch und da kriegt man auch schon ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, das stimmt tatsächlich. Ist auch meine Meinung, also man sollte sich schon irgendwo mit dem Unternehmen beschäftigen, damit man weiß, in was man investiert, ganz klar. Aber der Grenznutzen nimmt irgendwann ab. Das heißt, du liest eine Aktienanalyse, zwei Aktienanalysen. Wenn die gut sind, dann weißt du schon relativ viel von dem Unternehmen. Und je mehr du jetzt zusätzlich liest, umso weniger Mehrwert bietet das, weil vieles wird dann natürlich wiederholt sich und so weiter. Genau. Muss man halt gucken. Aber das Problem ist, dass es auch wirklich die guten Aktienanalysen sind auf der anderen Seite, weil bei mir ist im Livestream zum Beispiel jetzt, den ich am Sonntag gemacht habe, da habe ich chinesische Aktien auch besprochen, unter anderem New Oriental Education. Weiß nicht, ob du das geguckt hast, Vanessa. Und da hatte ich mich vorher auch so ein bisschen vorbereitet. Ich bin da immer etwas zeitbegrenzt. Das heißt, ich muss mich auch da auf ein paar Analysen beschränken. Und da habe ich zum Beispiel auch was relativ Wichtiges nicht mitbekommen, sondern dass der chinesische Staat jetzt auch das Bildungssystem, das private Bildungssystem etwas regulieren möchte. Habe ich nicht mitbekommen, hat keine Analyse gesagt. Und am nächsten Tag ging es da gleich mal 20% runter, fast mit der Aktie, aus genau diesem Grund, so ein Zufall. Am übernächsten Tag ging es wieder 20% hoch, etwas mehr sogar, meine ganzen Kursverluste weg. Das ist schon ziemlich verrückt. Okay, nur so ein kleiner Ausflug von mir. Bevor wir deine anderen Depots anschauen, würde ich gerne noch wissen, wie reagiert denn zum Beispiel jetzt dein Umfeld auf Aktien oder sprichst du überhaupt mit irgendjemandem über deine Aktien? Also mit deinen Töchtern wahrscheinlich jetzt auch noch weniger, aber sonst mit Doch, doch, ich Arbeitskollegen habe oder? sogar mit meinen Töchtern auch schon drüber gesprochen. Wow, Ja. okay. Wie alt sind die zwei? Die Kleine ist 6, die Große ist 12. Mit beiden sogar schon, auch mit der Ja, und die Sechsjährigen. Kleine hat dann auch schon gesagt: Ja, Mama, dann kauf doch einfach eine Aktie. Wenn die morgen 1 Euro mehr wert ist, dann verkauf die wieder. Dann hast du 1 Euro gemacht. Ich habe gesagt: Ja, hast du schon gut verstanden. Man muss nur gucken, was man dann kauft. Ganz schön schlau, ja. Ja, Und das mit Steuern habe ich jetzt erstmal nicht erzählt, dass man auch noch Steuer zahlen muss, wenn nachher die Gewinne ja, zu hoch sind. Aber wenn Sie erwachsen sind, muss man ja vielleicht keine Steuern mehr zahlen. Also wenn wir alle die richtigen Kreuzchen setzen würden, dann käme das in den Bereich des Möglichen. Also früher war das so, als ich angefangen habe, in Aktien zu investieren, da musstest du 6 Monate halten, nachher war es steuerfrei. Dann wurde das verlängert auf ein Jahr und dann wurde es abgeschafft. 2009, Anfang 2009. Seitdem musst du dann halt Steuern stimmt, zahlen. deswegen die Aktien, die man bis dahin gekauft hat, die sind ja noch steuerfrei. Ich habe tatsächlich noch ein paar. Die sind steuerfrei. Wenn ich die verkaufe, die Positionen sind steuerfrei. Da muss man nur immer gut den Kaufbeleg aufbewahren, ne? Sonst glaubt einem das Finanzamt nicht. Ja, glaub Oder wenn nicht. man nochmal nachkauft, lieber nochmal ein anderes Depot verschieben. Dann hat man sie getrennt, wenn Ja, man sie verkauft. genau. Wegen dem First-in-First-out-Prinzip, Ja. ne? Die am ältesten drin liegen, die nimmt das Finanzamt dann, ne? Für die GUV. Ja, richtig. Also ich sehe, du kennst dich hier schon sehr gut aus. Ich könnte da vielleicht auch in Nachhilfe gehen bei dir, bei der einen oder anderen Geschichte. Und außer mit deinen Töchtern, gibt es noch jemanden, mit dem du dich unterhältst über Aktien? Sonst Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen mal unterhalten. Der hatte mir sogar 2019, hat er gesagt, er überlegt, BioNTech zu kaufen. Und ich habe mir das auch angesehen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil mir das Risiko zu groß war. Die Firma, die hatte zu der Zeit noch große Verluste. Er kennt jemanden, der bei BioNTech arbeitet und hat halt gesehen, dass es ein gutes Unternehmen ist. Aber mir war es einfach noch zu risikoreich. Ich ärgere mich auch nicht, dass ich es nicht gekauft habe, weil ich war einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit. Ich habe dann erst angefangen, in weitere Aktien zu investieren. 2019 und dann wollte ich welche, die ja schon ein bisschen auf solideren Beinen stehen als jetzt BioNTech. Ich Und dachte schon, du sagst, ich dachte schon, das Satz geht weiter. Ich kenne da jemanden von BioNTech, der war da mal kurz in nee. China und hat gesagt, da gibt's bald was. Nee. Okay. Gut. Also Wenn die nächste Pandemie kommt. oh, Ja, hoffentlich nicht so nein. schnell, ne? Also ja, genau, das ist auch richtig, dass man sich hier nicht so ärgert über irgendwelche Chancen, die im Nachhinein sich als Glückstreffers erwiesen hätten. Da kann man genauso gut jede Woche oder zweimal die Woche sind ja, glaube ich, Lottoziehungen, sich ärgern, dass man nicht Lotto spielen gegangen ist oder so, ne? Also wir investieren Der nicht. Kollege,
Ja? Der Kollege hatte mir sogar, der hatte Wirecard empfohlen. Ich hatte sie sogar gekauft. Und das war Ende April war das. Und der hat gesagt, ja, wenn irgendwas in dem Geschäftsbericht stehen würde, was negativ wäre, dann müssten die das schon vorher veröffentlichen. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich klingt das logisch. Und dann hatte ich die gekauft. Ich hatte Glück, ich habe es mit 10% Verlust, nee, 20%, 20% Verlust habe ich sie dann noch verkaufen können. Und er hat sie behalten, weil er dachte, nein, das ist keine Bilanzfälschung. Ja, und dann kam das Dicke. Und er hat jetzt alles, was er an Wirecard hatte, hat er verloren. Wirecard, ja, warte mal Ja. was, ich muss mich nur ganz schwer erinnern. Ja. Ja, schönes Stichwort, Vanessa. Also du weißt wahrscheinlich, dass ich auch Wirecard-Aktien hatte. Da bin ich auch drauf reingefallen. Ich habe argumentiert gehabt, dass bei Wirecard, ich habe gesagt, nee, das muss schon irgendwie stimmen, das hätte schon längst auffallen müssen. Das müssen so Ja, das große kann sich ja Millionen, keiner das müssen so große vorstellen. Millionenbeträge sein und schwuppdiwupp, ne? Aber ich sage dann auch immer bei Wirecard, das war ein gutes Beispiel. Ich habe da schon Geld auf der Straße gelassen und trotzdem, das war mein bestes Börsenjahr meines Lebens gewesen, trotz dieses Verlusts. Also Diversifikation ist Trumpf, breit gestreut und nie, wie geht's weiter? Genau, nie bereut. Richtig, 100 Punkte. So, jetzt können wir dann gerne noch deine anderen Depots mal anschauen. Aber nochmal. Sonst, ja. Ja, ich würde doch gerne was sagen. Und zwar, wenn ich mit Freunden darüber spreche oder mit Mamas von Freundin von meiner Tochter beispielsweise, dann ist es eher so, dass man leider natürlich zu hören bekommt, dass die sich damit überhaupt nicht auskennen und auch gar nicht in Aktien investieren. Die haben tatsächlich ihr Geld noch auf dem Sparbuch. Die wissen, wenn sie es da liegen lassen, angenommen, sie haben 10.000 Euro, in 10 Jahren sind es immer noch 10.000 Euro, vielleicht sind es 10 Cent Zinsen draufgekommen, aber die haben ihr Geld da erstmal sicher und das Risiko, dass wenn man sie in Aktien investieren würden, dass sie dann nach 10 Jahren vielleicht sogar weniger haben, das ist denen in dem Moment dann irgendwie zu groß. Und die haben auch dann Angst, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und es einfach mal zu probieren mit beispielsweise einem ETF oder sowas. Genau, du hast ja auch ein ETF-Depot, aber das gucken wir uns auch gleich an. Ja, was du sagst, ist absolut richtig und ich glaube, das ist die Erfahrung von vielen Leuten von uns, die wir so ein bisschen anders ticken als momentan noch die Masse, sage ich mal. Ist natürlich ein bisschen schade und was die Leute noch nicht wissen, das ist halt auch die Inflation beispielsweise. Ne? Ja. Es sind nachher zwar immer noch 10.000, aber dass du von den 10.000, dass deine Mama-Gesprächspartner halt weniger Schuhe dafür kriegen, das ist denen nicht so klar. Vielleicht müssen wir das mal so argumentieren, dass man da jetzt halt nur noch X Schuhe kriegt anstatt Y, aber ist eine andere Geschichte. Du hast auf jeden Fall das schon hier mit Bravour gemeistert und du bist echt fortgeschritten. Dann können wir uns ja mal deine anderen Depots angucken. Und was auch schön ist, wie ich finde, bei dir ist, du zeigst halt auch, du bist ein Praxisbeispiel, dass es hier auch kein Entweder-Oder gibt. Das heißt, nicht entweder nur Aktien oder nur ETFs, also nur aktiv oder passiv, du hast beides. Hier ist dein ETF-Depot drin. Also die meisten sagen mir nichts gut. MSCI World sagt mir noch was. Stoxx Europe 600. Erzähl einfach mal was. Warum fährst du zweigleisig? Wann hast du damit angefangen? Wie entwickelt sich so? Ich hatte mit dem ETF-Depot tatsächlich angefangen, noch bevor ich in Aktien investiert habe. Das war, ja, jein. Also ich hatte schon diese Dividendenaktien, die hatte ich schon gekauft, das war 2018. Und mit dem ETF-Depot hatte ich dann 2019 angefangen, einfach weil ich weiter investieren wollte, aber mit den Aktien ein bisschen unsicher war, weil mein Depot ganz schön im Minus gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann probierst du es mit den ETFs. Und dann hatte ich mich erstmal auf genau drei festgelegt. Das war der MSCI World, dann der MSCI Emerging Markets und der Stoxx Europe. Damit hatte ich angefangen. Dann kam noch im November einer dazu. Das war dieser iShares Minimum Volatilität, irgendwie sowas. Der ist ziemlich schlecht gelaufen, weil natürlich klar, da sind Unternehmen drin, die jetzt nicht so volatil sind. Den habe ich dann irgendwann aufgehört zu besparen. Der liegt da jetzt einfach noch rum und ja, und dann hatte ich mir eine Alternative gesucht. Das war dann dieses Jahr. Dann, ja, dann hatte ich den, das eine ist der S&P 500, der Techniksektor. Gut, die Technik, die Technologieaktien, die sind momentan, laufen sehr nicht so gut. Das ist jetzt, da geht nur eine kleine Position jeden Monat rein. Das sind alles Sparpläne in die ETFs. Dann weiß ich nicht, wie der sich weiterentwickeln wird. Deswegen auch nur eine kleine Position. Und der andere, das war ein Dividenden-ETF.
Da weiß ich aber auch nicht, ob ich den weiter besparen möchte, weil ich durch Zufall letztens eine Seite gefunden habe, wo ich ETF vergleichen konnte. Von der Performance her, also auch die Dividenden ausschütten, dass die Dividenden damit reingerechnet werden bei der Performance. Und da ist der Dividenden ETF, die schneiden alles ziemlich schlecht ab. Da lohnt sich es eher, dass man weiter in so ein MSCI World beispielsweise seine Sparrate fließen lässt und hat hinterher mehr raus. Okay, Deswegen ja weiß ich nicht, ob gut. ich die weiter besparen möchte. Muss ich mir noch überlegen. Hast ja Zeit. Ja. Dividendenstrategie ist ja auch nicht unbedingt gleich Dividendenstrategie, ne? Also nur weil eine Aktie Dividende ausschüttet, ich sage immer, Tencent ist eigentlich auch eine Dividendenaktie, weil die schüttet ja Dividende aus und die steigert die dynamisch seit, weiß ich nicht genau, aber seit bestimmt über 10 Jahren, ja. Aber die meisten nehmen die halt als Tech-Aktie wahr. Viele Leute, aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Dividendenstrategien und entsprechend muss man auch reingucken in diesen kleinen Fondsprospekt oder ETF-Prospekt, was sie genau darunter verstehen. Ne? Aber ich finde es cool, also das zeigt auch, dass du relativ flexibel bist. Diese drei großen Positionen, ich blende es nochmal kurz ein, also diese drei großen ETFs, die besparst du auch noch? Ja, seit 2019 weiterhin. Und die Sparrate von dem MSCI World und dem Emerging Markets ist doppelt so hoch wie die von dem Stoxx Europe, was man auch an dem, ja, Verteilung so sieht. Ja, genau. genau, prima. So, dann gehe ich mal weiter. Ich muss wieder kleiner machen, sonst kann ich hier nicht irgendwie rüberzoomen. Ist alles so ein bisschen buggy hier. Aha. Also, das kennen wir schon. Das ist wahrscheinlich das Depot, was die meisten Leute interessiert. Das ist das Aktiendepot. Ist auch ziemlich beeindruckend. Über die Lufthansa hast du ja schon was gesagt. Also keine Angst, Vanessa, wir gehen hier nicht jede einzelne Aktie durch. Ich blende es hier nur ein. Was mir natürlich auffällt, ist Amazon. Sind die so gut gelaufen oder warum machen die 18% aus? Oder ist es, Ja, oder die sind spiegelt gar das? nicht so gut gelaufen in meinem Depot. Also die am besten gelaufen sind, das müsste Eckert und Ziegler sein. Ah, die haben wir auch analysiert. Hattest du die schon im Depot, bevor wir die analysiert hatten? Ja, ich hatte die letztes Jahr ins Depot gepackt. Ah, Geheimtipp, prima. Okay. Also bei mir war letztes Jahr halt auch so ein Problem. Ich gehe nochmal zurück auf 2019. Hatte ich im Herbst, hatte ich gedacht, ich wollte eigentlich eine Amazon-Aktie. Schon seit Jahren gucke ich mir das an, auch wo ich noch nicht in Aktien investiert habe. Und mir war die immer zu teuer. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, dass es ja nicht unbedingt auf den Preis ankommt, was die eine Aktie jetzt kostet, sondern dass eigentlich die Marktkapitalisierung das Ding ist. Und wenn die zu hoch ist, das ist eher ein Problem und nicht, wenn der Aktienpreis an sich zu hoch ist. Also sehr hoch ist. Weißt du, wie ich Ja, meine? also das, ich würde jetzt sogar ein bisschen, also Also es für tut mich war mir eine weh, aber Aktie, hier würde ich, ja. die 50 € kostet, war dann günstig und eine Aktie wie Amazon, die 1000 € kostet, die war teuer. Und so kann man es ja nicht sehen. Ja, das ist richtig. Also jetzt ist mit der Markt, so bin ich absolut bei dir. Also zu Ja, so sagen, meinte ich das. anhand von der Marktkapitalisierung kann man ableiten, ob die Aktie überwertet ist oder nicht. Da würde ich jetzt sagen, nee, also das funktioniert nicht. Aber Ja, so war es auch nicht gemeint. perfekt, So meine ich, hatte ich nicht. sind wir wieder beieinander. Aber das ist tatsächlich ein Missverständnis, deshalb gibt es auch so viele Stocksplits. Ich glaube, Nvidia macht jetzt auch wieder einen. Ich habe jetzt die Genau. letzten 7 Tage, glaube ich, 4 oder 5 Stocksplits, schweres Wort, eingepflegt. Einfach damit es optisch günstiger aussieht, damit die Aktie erschwinglicher wird. Ist eigentlich heutzutage nicht mehr so wichtig. In den USA, also im englischsprachigen Raum, gibt es diese Fractional Shares, ne? Also dass man auch teilweise Aktien kaufen kann. Und in Deutschland sowieso über Sparpläne. Aber die Leute gucken halt immer noch dann so hier auf den absoluten Ja, Betrag. Und so ging es mir halt ja. auch. Und dann habe ich 2019 im Herbst, hatte ich gesagt, nee, komm, jetzt kaufst du eine Amazon. Ich hatte Amazon gekauft, Nvidia und Etsy, weil ich das damals schon toll fand, das Unternehmen. Dann ging das Anfang 2020, wo die Börsen so überall ein Hoch erreicht haben und das aber schon mit der Corona-Pandemie langsam losging. Da hatte ich mich sogar gewundert und habe gedacht, naja, irgendwas übersehen die hier doch. Und ich habe dann zu einem relativ guten Preis die Amazon und Nvidia hatte ich dann verkauft gehabt zum guten Preis und habe dann, als dann die Börsen gecrashed sind, habe ich beides wieder eingekauft und habe natürlich einen günstigeren Einstiegszeitpunkt erwischt. Und da habe ich gesagt, komm, das machst du bei Etsy jetzt auch noch. War mein Fehler. Ich habe dann Etsy verkauft und danach ging es nicht mehr runter. Das ging dann nur noch berghoch. Die Aktie war für 47 € damals, hatte ich sie verkauft. Das Tief war kurz vorher bei 32 €, glaube ich. Und danach ging es aber nur noch bergauf. Und ich hatte meine Etsy nicht mehr. Und die habe ich mir jetzt im April wieder geholt. Einfach, weil ich mich so seit einem Jahr so ärgere. Und ich sage, komm, jetzt holst du sie.
Ja, Ja, genauso. mit Aktiensparplan kann das nicht passieren. Ja. Das ist mir mit Okay. PayPal aber auch passiert. PayPal hatte ich gekauft bei, ich glaube, 91 Euro letztes Jahr, als der Börsencrash gewesen ist. Und dann ging die noch mal ein bisschen runter und dann hatte ich sie, also wieder hoch, habe ich sie wieder verkauft. Ich glaube, zu so 98 Euro und wollte sie wieder einkaufen, wenn sie wieder runtergeht. Aber die ging dann auch nicht mehr runter. Ja, hat mich auch ein bisschen geärgert. Das sind auch so Fehler, die ich dann auch gemacht habe. Ich würde keine Aktien mehr verkaufen, nur um sie günstiger einkaufen zu können. Ja, genau. Das. Also wenn man überzeugt ist von dem Unternehmen, dann sollte man die Aktien einfach behalten. Ich Genau. denke auch, damit fahren die meisten am besten, weil es ist einfach dann eine Glückssache, dass man tatsächlich das irgendwie schafft, günstig zu teuer zu verkaufen, günstig wieder nachzukaufen. Und Steuer kommt ja auch nochmal oben drauf, ne? Das auch. Und ich hatte letztes Jahr deswegen, als ich mein Depot, ich hatte angefangen, eine Watchlist zu machen, das war Anfang 2020, und wollte mir dann noch genauer die Aktien angucken, welche ich mir kaufen möchte. Ich hatte beispielsweise auch geguckt, was hat denn die Beate Sander so im Depot? Daher kommt auch die Eckert und Ziegler zum Beispiel. Ich war auch am Überlegen, ob ich mir Nemetschek kaufe. Also es waren so, ich hatte, oder Mensch und Maschine hat sie auch in ihrem Depot. Ich hatte einige, die sie im Depot hat, hatte ich mir dann auch auf die Watchlist gesetzt und habe halt auch so weitergeguckt, was haben denn so andere im Depot, und habe mir daraus eben eine Watchlist gebastelt. Und da wollte ich dann ein bisschen genauer hinschauen, da kam aber der Crash. Und das war dann für mich so ein bisschen ein Problem, weil ich gar nicht die Zeit hatte, mir das alles anzugucken. Und dann habe ich relativ spontan entscheiden müssen, was kaufst du jetzt und was nicht. Und ohne groß mir die Aktien nochmal anzuschauen. Und ja, also ich bin aber zufrieden. Also ich habe mir hinterher die alle nochmal angesehen. Also bei der Schaeffler muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich noch überlegen. Sie sieht wohl nicht ganz so gut aus von der Bilanz. Aber bei den anderen, die denke ich mal, die werde ich erstmal behalten eine Weile. Also du kannst, wenn du über dein Depot noch tiefer sprechen willst und wissen möchtest, so was andere dazu meinen, dann, weil wenn du nur nicht in der Facebook-Aktienfinder-Community bist, kannst du einfach rein. Ich gebe deinen Post natürlich sofort frei, kannst du eine Depotvorstellung machen. Also nicht alle drei auf einmal, eins nach dem anderen. Das ist jetzt ein bisschen viel. Genau. Wir können uns auch gerne noch ein bisschen die Performance angucken, hast nämlich auch verraten, aber zunächst noch das dritte Depot. Es gibt hier noch ein drittes. Also wie gesagt, sehr beeindruckt gewesen, als ich das Ganze gesehen habe. Jetzt muss ich immer wieder gucken. Ah, da ist es schon zufällig. So, das ist dein, soll ich mal raten, so Richtung Zockerdepot? Ja, das ist mein Zockerdepot. Das Aha. war Anfang 2021, also dieses Jahr. Da sind alle Aktien ja so heiß gelaufen, oder nicht alle, aber viele. Tesla ist heiß gelaufen oder hier Plug Power, es waren ja so viele. Und da war auch die Frage auch von den soliden Unternehmen, die teilweise sehr hoch standen, PayPal, was kaufe ich mir denn jetzt in mein Depot? Und man war so ein bisschen verwöhnt vom letzten Jahr, weil die ja letztes Jahr lief ja schon ganz gut. Und mir war auch klar, dass die soliden Unternehmen jetzt dieses Jahr nicht mehr so gut laufen werden wie jetzt letztes Jahr. Und da habe ich gesagt, komm, hast jetzt so ein paar Gewinne gemacht, beziehungsweise ja, ein paar Gewinne habe ich auch mitgenommen, aber nicht alle. Ich habe natürlich noch ein bisschen was, ja, sagt man, nicht realisierte Gewinne habe ich noch, und dann kann ich mal Risiko eingehen und dir mal so ein paar Aktien zulegen, die ja im besten Genau. Fall richtig toll steigen und im schlechtesten Fall, ja, So ein ist bisschen das Investment halt weg. für den Nervenkitzel, um die langweiligen ETFs so zu kompensieren quasi. Ein Ne? bisschen Spaß braucht man da auch. Bisschen Spaß muss sein. Ja, genau. Prima. Also ich garantiere dir, spätestens da würden deine Mama-Kollegin vom Kindergarten aussteigen. So, wir haben ja auch noch die Performance hier von den einzelnen Depots. Du musst mir allerdings nicht immer sagen, zu welchen Depots die gehören, weil das weiß ich Ja. erstmal nicht. So, Das das ist meine da. Ge Gesamtperformance. Also jetzt alles, das ist Zockerdepot, ETFs und mein Standarddepot. Ah, Man okay. sieht, ich war 2018 so mal kurz, sogar kurz im Plus. Also da sind Dividenden und realisierte Gewinne sind hier auch mit drin. Und dann lief es erstmal schlecht. Ja, bis ich dann Ende 2019 hatte ich ja dann Amazon, Nvidia und Etsy gekauft. Die stiegen dann im Januar 2020. Und dann hatte ich sie verkauft und habe mich ordentlich eingedeckt mit Aktien, mit anderen Aktien auch. Sie sind auch erst noch mal ganz schön ins Minus gerutscht. Und das hat dann schon ein bisschen mehr wehgetan, weil das ein größerer Betrag war, als ich damals nur mit Daimler, BMW und ProSieben eben im Minus war. Aber ich war mir sicher, dass das wieder kommt. Die werden wieder steigen. Ja. Also zwischenzeitlich war ich sogar mal über 40% letztes Jahr im August. Jetzt momentan bin ich so bei 21, 22%. Aber deutlich mehr als das, was die Sparbuchmamas hier von Ja. sich behaupten können.
Und du hast noch Spaß dazu, also dabei. Und was ich hier halt auch beeindruckend finde, ist, ich glaube, viele hätten das Handtuch geworfen, nachdem sie hier eine Durststrecke erlitten haben, so wie du jetzt hier mit der Dividendenstrategie. Ich glaube, es heißt Dogs of the Dow oder irgendwie. Das gibt es einen schon speziellen Irgendwie. Namen für diese Strategie. Du hast aber dann durchgehalten und ich meine, jetzt hier mit über 20% Rendite innerhalb von, das sind so ungefähr 3 Jahre. Das ist so auch das langfristige Mittel, wenn man es so Ja. ungefähr teilt aufs Jahr, was man so vom Aktienmarkt erwarten kann. Ich meine, dann kann sich das durchaus sehen lassen. Auch die Einzelaktien so in Summe, die du da gehabt hast. Viele der Namen haben mir was gesagt und ist soweit, hat er für mich in so im Großen und Ganzen schon Hand und Fuß und das ETF-Depot sowieso und das Zockerding, gut, das ist halt ein Zockerding, das ist eine andere Geschichte. So, wir können mal ganz kurz noch die anderen anschauen. Müssen wir mal ein anderes Bildprogramm holen, weil hier komme ich jetzt nicht an diesen. Ah, jetzt geht's wieder. So, was könnte das hier sein? Das sind meine ETFs. Das sind die ETFs. Ja, die Ja, gingen sieht natürlich man, letztes ja. Jahr auch runter. Genau. Aber in Summe doch recht langweilig, ETF-mäßig halt. Gell? Guck mal, was geht denn noch so? Aha, wird schon spannender. Was ist das? Genau, das ist das Standarddepot, also ohne Zockerdepot, ohne die ETFs. Okay. Würde ich fast sagen, ist es in Summe ein bisschen besser gelaufen wie die ETFs fast, ne? Ja, die ETFs lagen bei unter 20%. Das ist um die 30%. Aha. Ja, und das Zockerdepot sieht ein bisschen schlechter aus. So, jetzt kommt's. Ja. Ach, Vanessa, wie kannst du denn nur Ja. Also es war zocken? zwischenzeitlich, habe ich mich echt gut damit gefühlt, hier 30% im Plus innerhalb von einem Monat und netto mal einen Monat. Ja. Okay. Ja, wie du War schon gerade bei sagst. -15. Letzten Freitag hatte ich dir die Bilder geschickt und Stand heute sind wir, glaube ich, bei -9%. Also. Oh, hättest du mir jetzt für ein Update schicken können. Hätte ich noch eingebaut, schnell ins Video. Okay, nee, das passt ja, wenn man das ganz bewusst macht und so, ist es alles vollkommen okay, ja. Ich meine, ist dann das Hobby, das Depot. Hobbys kosten Geld, aber wenn sie Spaß bringen, ist ja alles Genau. in Ordnung. Problematisch wird es dann, wenn es so junge Jungs und Mädels machen, die gerade bei Trade Republic oder irgendeinem anderen Neobroker erstes Depot aufgemacht haben und es geht ewig so und ihr ganzes Geld reinbuttern und ja, ich glaube, da gucken jetzt schon einige recht betrübt aus der Wäsche, ja, wenn das Taschengeld jetzt quasi nur noch halb so viel ist oder was weiß ich, was da so passiert Das ist. war auch der Grund, auch weshalb ich damals ja die Biontech gekauft hatte. Einfach erstmal ein bisschen Gewinne einfahren und dann kann man zocken. Ja, genau. Prima. Ich denke, also du hast uns jetzt ganz viel erzählt. Du hast uns gesagt, also ein bisschen was zu dir, was ich total interessant finde. Und nochmal Hut ab für die Leistung als alleinerziehende Mama. Also das finde ich ganz bewundernswert, auch dein Organisationstalent, dass du da mit Aktien noch am Start bist, dass du das alles unter einen Hut kriegst. Also das ist wahnsinnig toll. Auch deine Depots fand ich sehr interessant, auch die unterschiedlichen Strategien, die du da jetzt alle gefahren hast. Dann vielleicht noch abschließend, hast du noch einen Ratschlag an andere alleinerziehende Mamas oder andere Sparbuchmenschen oder sonst jemanden, den du loswerden möchtest? Ja, also ich würde schon sagen, man kann, selbst wenn man sich 5 € monatlich zur Seite packt, mittlerweile bei der DiBa, die bieten Sparpläne auf ETFs ab 1 € an, dann kann man da schon mal klein anfangen und einfach schon mal in den Sparplan investieren, in ETF, auf den MSCI World. Damit macht man nichts falsch. Und Erfahrung sammeln dabei, ne? Noch mit Das kleinem auch, genau. Geld, wenn man mal irgendwann hoffentlich mehr Geld hat, dann kann man von der Erfahrung schon profitieren. Genau. Okay, Vanessa, also ich bedanke mich bei dir. Das war super, super interessantes Interview. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch. Und apropos Zuschauer, wenn da noch jemand ist, der sich auch interviewen lassen möchte, jemand, der wie Vanessa mitten im Leben steht, wo es vielleicht nicht so ganz geradlinig gelaufen ist, mit anderen Worten, jemand, der einen interessanten Lebenslauf hat, und nicht so bilderbuchmäßig, kann sich gerne bei uns melden. Kontakt@aktienfinder.net und ich antworte garantiert. So, Vanessa, nochmal vielen Dank für das wirklich tolle Interview. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was mitgenommen. Und dir alles Gute mit deinen Töchtern, mit der Familie und natürlich auch mit den Aktien. Ja, Tschüss. dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao.